Was geht, meine Damen und Herren, Jungs und Mädels, willkommen zurück auf meinem Late Night Watchers YouTube-Kanal, auf welchem sich alles nur um Geister, Dämonen und paranormale Ereignisse dreht. Heute geben wir uns ein neues Video von Frostmond 2. Er nennt sich 10 gruselige Geistervideos, die nur mit Freunden gehen. Was heißt das genau? Die 10 Geistervideos gehen mit Freunden? Hand in Hand? Oder meinst du damit 10 gruselige Geistervideos, die man sich nur mit Freunden anschauen kann? Ja, okay, gut. Ich hoffe, ihr seid alleine, denn nur mit Freunden wäre ja zu lustig. Ihr müsst alleine sein. Lehnt euch zurück, schaltet das Licht aus, deckt euch kuschelig in eine Decke ein, bedeckt euch, was auch immer, und lasst uns zusammen gemeinsam unsere Hosen vollkacken. Wir starten. Ready. Shit. Go. Geist im Feld. Das nächste Video wurde von Bruce Edwards geteilt. Er bemerkte eine seltsame Person, Bruce Wayne, die sich wohl auf eine Berichterstattung eines Nachrichtensenders schlich. Er nahm Folgendes direkt von seinem Fernseher auf. Angeblich wurde von einem tödlichen Motorradunfall berichtet, auf dem Kanal Fox News. Warte, ist das jetzt im Live-Fernsehen und er hat das jetzt... Oh, Bruder, was ist das? Was ist das, Mann? Was zur Hölle ist das? Warte kurz, mich stört hier. Oh, Bruder, Avira. Antivirus-System, leck mich doch am Arsch. So. Ihr habt es nicht gesehen, ich hab's gesehen. Es war hier nervig in der Ecke bei mir. So. Okay, gut. 3, 2, 1 und ziehen. Oh, Bruce sei doch, wie jemand in dem anliegenden Feldbereich auftaucht. Aber ohne Spaß. Obwohl der Bereich komplett abgesperrt war. Es spielte sich direkt vor der Unfallstelle ab. Bruce glaubt, dass es einer der Black Eyed Children sein könnte. Bruce. wie der Name ausgesprochen wird. Bruce glaubt. Bruce. Ist nicht Bruce, sondern Bruce. Könnte. Okay. Paranormale Wesen, die sich öftersmals in der Form eines Kindes zeigen. Andere denken, dass es vielleicht ein Dämon war oder der Tod selbst. Das ist doch kein Kind. Jedenfalls, wenn man bedenkt, dass der Bereich nicht begehbar war und bis auf 2 Polizisten zu dem Zeitpunkt niemand im Bild auftauchte. Das ist doch nicht ein Kind. Das ist kein Kind, was hier aufgenommen wurde. Das ist kein Kind, mein Freund. Das ist kein Kind. Das ist ein Geist oder ein Dämon. Aber es ist kein Kindesgeist oder Geisterkind oder Dämonenkind. Das ist irgendwas ganz Besonderes. Meine Mutter hat immer gesagt, ich bin was ganz Besonderes. Sorry, heute bin ich wieder verrückt. Heute bin ich wieder komplett behindert. So. Ich finde es auf jeden Fall ein wenig beunruhigend. Ja. Geist der Vergangenheit. Also das ist jetzt Video Nummer 9. Das Video wurde von Louis D. hochgeladen. Er war an diesem Abend mit einigen seiner Freunde auf einem Friedhof unterwegs. In der Beschreibung des Videos heißt es, die White Star Line baute das berühmteste Schiff der Geschichte, die RMS Titanic. Okay. Wir besuchten an diesem Abend die Grabstätte des Erbauers, um zu schauen, ob wir mit dessen Geist in Kontakt treten können. In manchen Situationen können Friedhöfe ja wirklich beruhigend wirken. Orte, an denen man seinen Liebsten gedenkt. Im Video jedoch. Oh Mann, kennt ihr das? Kennt ihr das? Ständig, wenn ich diese Videos gucke, bei fast jedem Video ist irgendwas, ich höre irgendwas in den Kopfhörern, was eigentlich zum Video gehört. Und ich denke mir, Bruder, da ist etwas, was gerade mit mir im Raum ist. Zum Beispiel jetzt, ich höre so Schritte oder so bassige Geräusche, basslastige Geräusche. Es sind anscheinend die Schritte dieser Menschen, die durch die Kamera aufgenommen werden. Und ich denke mir, es ist gerade jemand mit mir im Zimmer, Mann. So, beruhig dich wieder. Heute ist ein crazy Tag. Weiter. Auch hört man die Jungs sagen, dass sie wirklich negative Vibes um die Grabstätte herum verspüren. Negative Vibes auf einem Friedhof. Bruder, soll man positive Vibes auf einem Friedhof spüren, oder was? Ja, okay, komm. Komm, Bruder. Außer Satanisten. Die gehen dort wahrscheinlich hin. Heute ist ein schöner Tag. Okay, egal. Was auch immer das bedeutet. Man erkennt einige der alten Grabsteine, die ungewöhnlich groß erscheinen. Wenn man alles zusammennimmt, wäre dies ja wirklich ein perfekter Ort, um etwas Paranormales aufzunehmen. Nach einer Weile nimmt einer der Gruppenmitglieder dann auch wirklich etwas Interessantes auf, was auf den ersten Blick hin niemand direkt erklären konnte. Zeig mal.
Sprechen die Englisch? Because when they're new, they look like that, don't they? Ja, Englisch. Okay, wohin müssen wir uns jetzt fokussieren? Was sehen wir jetzt? Habt ihr das gesehen? Did you see it? Yes, I did. Okay, warte kurz. I'ma do it again, okay? It is very sinky. Komm. Als die Kamera von links nach... Das erinnert mich an dieses eine Video von Sandra Hoffmann. Sandra Hoffmann, schöne Grüße an dich. Das eine Video, das du mir geschickt hast, wo du nachts unterwegs warst auf dieser ewig dunklen grünen Wiese, wo sich auch so eine nebelförmige Ding transformiert hat, manifestiert hat vor deinen Augen. Nach rechts schwenkt, sehen wir eines der Gruppenmitglieder. Jetzt komm, nochmal. Da auch etwas vor dem jungen Mann zu erkennen. Ein Oberkörper. Und ja, genau, da ist es. Das ist es, Bruder, das ist creepy, Mann. Das ist creepy. Das ist wahrscheinlich irgendein Gangster auf so einem Friedhof, so richtig am Durchdrehen hier, weil er alleine ist oder zum ersten Mal wieder Menschen sieht. Oh, Bruder. Der Kopf scheint direkt vor dem Mann zu schweben und dann lösen sie sich einfach so in Luft auf. Ein Kopf? Das war ein ganzer Körper. Hört ihr das? Dieses... Ich dachte die ganze Zeit, das sind Schritte. Ich bin mir jedoch nicht sicher, ob es sich vielleicht nicht einfach um den Atem eines der Mitglieder handelt, was das Team und viele Zuschauer jedoch verneinen. Was glaubt ihr? Nein, Bruder, wenn das ein Atem wäre von dem, dann müsste man den Atem überall sehen. Überall, direkt überall einfach. Nein. Geist im Zimmer. Das folgende Video wurde von Ashley Rain auf ihrem Profil geteilt. Gewöhnlich lädt die Mutter kurze Clips hoch, die sie um ihr Familienleben drehen. Dazu gehören lustige Momente, aber auch schöne Familienerinnerungen, die sie gemeinsam mit ihren Kindern festhält. Daher... Ich habe früher immer statt Popcorn Pockporn gesagt. Pockporn. Die erste Hälfte des Wortes Pock ist ja ohne Bedeutung, aber Porn. Porn versteht jeder. Ja, ich habe Pockporn gesagt. Daher war das heutige Video ein eher ungewöhnliches. Ashley bemerkte ein wirklich komisches Objekt, welches auf dem Sicherheitssystem ihrer Familie auftauchte. Okay. Es war mitten in der Nacht und keiner war mehr wach zu dieser Zeit, außer ihre Katze. Caught on camera, watched by our doorway and my cat is staring at it. Ah, okay, das heißt, das ist die Katze, nehme ich mal an. Und das da, ist das was? Schaut zum Türrahmen. Türrahmen. Warte. Ja, jetzt machen die Staring Battle oder was? Ah, warte, man sieht hier eine Hand. Hier auch noch eine Hand und hier der Kopf, oder? Oder bilde ich mir das nur ein, oder? Oh, Bruder, gib dir den Kopf. Mann, wo ist die... Oh, Mann, Sikima. Oh. Bruder, und die Katze einfach nur so, was ist mit dir? Aber das Video kennen wir doch. Irgendwann, ich glaube, am Anfang unserer YouTube-Karriere, unserer Freundschaft hier auf dem Kanal, habe ich doch das Video gesehen mit euch, oder? Video Nummer 2, 3, 4, 5 oder sowas. Das ist auf jeden Fall ein recht altes Video. Aber es ist definitiv creepy. Mir gefällt's. Jedoch ist unverkennbar, dass sich da etwas aus dem hinteren Zimmer lehnt. Viele Leute sagen, dass es mega gruselig aussieht. Das Ding komplett seitlich. Ey, wie viele von euch haben Haustiere und wie viele dieser Haustiere benehmen sich komisch und starren in Ecken oder schauen sich irgendwann irgendwas auf der Decke an oder sonst wo. Ich habe zum Beispiel bei meiner Cousine, sie hat eine Katze und wenn ich mal bei meiner Cousine war, habe ich die Katze beobachtet und die ist dann einfach irgendwo in ihrem Zimmer gesessen und wir sind im Wohnzimmer gesessen und die Katze war, ich konnte in das andere Zimmer sehen, wo die Katze sich befand. Und die ist eben auf ihrer Kuscheldecke oder was das war gelegen und hat nicht zu uns geschaut, sprich zu uns ins Wohnzimmer, wo wir uns befunden haben, sondern die Katze einfach hat einfach den hier gemacht.
So als hätte sie irgendwas gesehen, was da herumfliegt und was für uns Menschen natürlich unsichtbar ist. Und die hat da eben die ganze Zeit einfach alles sich angesehen, als wäre da etwas. Und so ein Verhalten war für mich creepy. Wahrscheinlich hat sie Staubpartikel gesehen oder sonst irgendein Bullshit. Aber ich habe mir gedacht, Bruder, du siehst wahrscheinlich etwas, was ich nicht sehe, was niemand sieht, nur du siehst es. Vielleicht fliegen da irgendwo Geister herum. Und jetzt haben wir das Gleiche hier, nur dass wir auf der Kamera, ja, dass wir auf der Kamera hier Beweise haben. Tür zu hängen scheint. Hände. Meine Damen und Herren, wir sehen hier eine Hand und eine zweite Hand und zusammen ergibt das Hände. Hände. Also schon creepy, gib dir das. Da ist es eine Hand, die geht dann danach um. Der Kopf kommt so raus wie, ich sag's jetzt nicht. Dann schießt es auf einmal nach oben und verschwindet wieder im selben Zimmer, aus dem es... Ey, sieht man hier eine Nase? Und hier Augen? Augenhöhlen? Das ist die Stirn? Und da der Mund? Bruder! Was aufgetaucht ist. Gib dir diese Bewegung. Mann, das ist... Die Familie beunruhigte die folgende Aufnahme. Und sie haben bis heute keine Ahnung, was in dieser Nacht aufgenommen wurde. Echtes Albtraummaterial, oder nicht? Ich wüsste selbst nicht, aber das ist creepy. Das ist definitiv echt. Das ist definitiv echt. Der Schatten. Schatten. Natalie hat das folgende Video eingesendet, welches sie auf dem Profil von Sandra Fulton Hamilton John gefunden hatte. Die Frau hatte es auf ihrer Facebook... Bruder, wie viele Nachnamen sind das? Sandra Fulton Hamilton John. Sandra ist der Vorname, oder? Fulton Hamilton John. Es sind dann die drei Nachnamen, Bruder. Das ist dann eine Frau, die dann sagt... Hamilton ist mein zweiter Nachname. Oder... Und du denkst dir, okay, wie viele Nachnamen hast du sonst noch? Und dann kommt dann... Fulton Hamilton John. Mark Zuckerberg, Myrna Sternemann. Oder was auch immer, ich habe keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, drei Nachnamen ist schon hart. Facebook-Seite hochgeladen. Das ist genauso hart wie mein... Akten zu bekommen. Sie schrieb, dieses Video wurde von unserem tauben Freund Jack aufgenommen. Er war gerade am Skypen mit seiner Freundin. Wir glauben, dass es ein Beweis dafür ist, dass Geister existieren. In unserem Haus passieren immer mal wieder seltsame Dinge. Wir haben das Video von Experten analysieren lassen und es ist echt gruselig. Das Haus selbst steht in Lamberton, welches als Hochburg für seltsame Phänomene gilt. England? Bruder, wer jetzt kommt, jetzt irgendwas hinter ihm? Jetzt kommt irgendwas hinter ihm, oder? Ah! Oh, ja! Oh, Mann, Leute! Oh. Gänsehaut. Ich hasse das, wenn die einfach so, wenn diese schwarzen Gestalten, diese Schattenonkel und Schattentantinnen einfach so von links nach rechts laufen, Alter. Richtig schnell, sodass du dir in die Hosen schisselst. Say my name when no one is around you, Alter. Er macht Morsezeichen mit der Hand und dann kommt so. Oh Mann, mach. Oh, Bruder, das ist sowas, ist echt. Eine Schattengestalt schießt direkt hinter Jack vorbei, in einer unglaublichen Geschwindigkeit. Jack hatte es zum Zeitpunkt der Aufnahme nicht bemerkt. Ich selbst habe einige dieser schnellen Schatten gesehen über die Jahre. Oh Mann, daher denke ich, dass diese Aufnahme auf jeden Fall echt sein könnte. Manche glauben, dass in der Geisterwelt ein völlig anderes Raum- und Zeitgesetz am Werk ist. Ja, hundertprozentig, Mann. Da brauchen wir nicht lange drüber diskutieren. Was der Mann hier aufgenommen hat. Bruder, das ist... Ich habe keine Ahnung. Das ist eine Schattentantin, Bruder. Eine richtige Schattentantin war das. Lange schwarze Haare. Schattenberg! Das nächste Video wurde vom Kanal Paranormal Explorers hochgeladen. Ein Team bestehend aus paranormalen Abenteurern aus England. In einem kurzen Clip sehen wir eines der Mitglieder, welches uns über ein altes und unbewohntes Burggebäude aufklärt, welches dem Team vor kurzem ins Auge stach. Angeblich steht das Innere der alten Burg unter konstanter Videoüberwachung. Daher nehmen viele an, dass das Gebäude bis auf einige Sicherheitskameras in der Nacht leer steht. Jedoch filmte das Team etwas Eigenartiges, welches darauf schließen lässt, dass die alten Mauern doch nicht vollends unbewohnt sind. Oh, warte. Oh, Mann. Oh, was, Mann?
Bruder, meine Kopfhörer sind wie immer so laut eingestellt und wieso kommt da dieses Geräusch? Was haben wir gesehen? Was ist hier was? Ist hier was oder wo? Ist hier was? Mann! Das Team befindet sich außerhalb der Burg und filmt den oberen Fensterbereich des Gebäudes. Ihnen fiel zu dem Zeitpunkt auch nichts Ungewöhnliches auf. Well, let's head on to the well. Ich gehe jetzt runter zum Brunnen. Dauert ungefähr 10 Minuten. Gut. A 10-minute walk. Was haben wir verpasst? Was war da oben? Ein Schatten ist sichtbar, der von der rechten Seite des Fensters nach links verschwindet. Ja, tatsächlich. Es geschieht alles relativ schnell. Tatsächlich. Und was immer es war, ist nach wenigen Sekunden einfach weg. Oh Mann. Sie können sogar eine Robe erkennen. Ist das möglich? Das weiß ich nicht, aber es war auf jeden Fall eine schwarze Schattengestalt. Ein Schatten-Onkelmann. Der war gut. Aber dieser Soundeffekt hat mich mehr erschreckt als diese schwarze Schattengestalt selbst, Mann, Alter. Es ist immer so, irgendwie ist immer dieses laute Geräusch in meinen Kopfhörern, dieses Boom oder was auch immer die Creator sich für einen Effekt einfallen lassen, ein Instrument, was auch immer, erschreckt mich mehr manchmal als diese Geister. Lüladen. Jetzt schauen wir uns mal wieder die Familie von Nutzer Joshua Luck an, welche seit vielen Monaten schon von paranormalen Ereignissen geplagt werden. Sie luden viele interessante Videos hoch in der letzten Zeit. Falls euch der Fall der Familie nicht bekannt ist, könnt ihr euch mal folgendes Video anschauen, in dem ich ziemlich detailliert von diesem Fall berichtet habe. Was? Da stand was, Mann! Bruder, das ist da! Immer wenn so ein Soundeffekt kommt, irgend so ein Geräusch, dann ist was im Bild, Mann. Was war das? Das Video wurde während eines Livestreams im Laden der Familie aufgezeichnet, in welchem in der Vergangenheit schon vielerlei paranormale Erlebnisse gefilmt wurden. Luan und seine Frau haben zwei Kameras parat in dieser Nacht und sie schauen sich eine der Schaufensterpuppen an. Oder war da was? Zeigt sich in der Nähe davon gerne ein Schattengeist aus irgendwelchen Gründen. Ja. Und Luan glaubt, in diesem Video etwas gesehen zu haben. Es dauert auch nicht lange, bis auch wir etwas auf der Kamera zu sehen bekommen. Wir haben doch am Anfang was gesehen. Kommt jetzt wieder was? Oder war ich blind? Oder habe ich mir was eingebildet? Wieso filmen wir auf seinen Penis? Was ist das? Was ist das? ¿Qué es eso? Was ist das? Bildet sich da ein Schatten? Mein Ehemann. Bekam es mit der Angst zu tun, als er zur Puppe ging und dieses Ding sah. Ich sehe diese Puppe und... Ist es eine männliche Puppe? Filmt die auf der seinen Pippi? Seinen Pimpelberger? Oder ist es hier... Ich nehme mal an, es ist dieser Schatten hier. Aber was ist das? Was ist das? Geh doch hin. Ist das ein Gesicht? Im oberen Video sehen wir Luan, der sich etwas näher an dieses Ding heranwagt. Könnt ihr es sehen? Es sieht doch fast wie ein Gesicht aus. Ja, hervorlehnt. Ja, tatsächlich. Luan schrieb folgendes zu dieser Aufnahme. Vor wenigen Tagen gingen wir auf dem Account meiner Frau live auf Instagram und wir alle sahen das Gesicht einer Frau. Man erkennt sogar, wie sich ihr Kopf und ihre Augen bewegen. Die meisten Zuschauer... Wo sieht man da eine Frau, Mann? Wie sieht man da eine Frau? Welcher Mensch ist vor dem PC gesessen und hat gesagt, ja, passt. Ja, Frau. Und die anderen Menschen so, ja, Frau. Frau. Der Mann hat recht. Frau, ja. Wo erkennt man da eine Frau? Ich sehe Pixel. Ich sehe hier eine schwarze Umrandung, ja? Vielleicht hier höchstens eine Nase, aber wo sieht man da eine Frau, Mann? Frau sind sich ein. Frau, Mann. Vielleicht ist es ein Transgender-Ghost. Nicht, dass es sich hierbei um die gleiche Erscheinung handelt, welche vor vielen Monaten schon aufgezeichnet wurde. Oh, okay. Nein, das ist Michael Jackson, Mann. Was zur Hölle, Bruder? Salam, Bruder. Was zur Hölle gibt dir? Das ist ja ekelhaft. Das ist ja so richtig. Den rufe ich ja nicht einmal, wenn ich wenn ich mal ein Kind haben sollte und es nachts erschrecken möchte, wenn es mal unartig war. Das ist ja ekelhaft, Alter.
Skelettgesicht. Bruder. Das darauf folgende Video stammt ebenfalls aus ihrem Laden. Es wurde von Mutter Marsha aufgenommen. Sie filmte den Clip am Abend, als der Laden schon geschlossen war und sie noch einige Gegenstände aufräumen wollte. Es war anfangs auch eine relativ ruhige Nacht, jedoch änderte sich das kurzerhand, als Marsha etwas rumpeln hörte. Warte, ich glaube, ich kenne das, jetzt erkenne ich das Video. Ich glaube, dahinter, oder sie geht jetzt nach rechts, sieht man plötzlich ein weibliches Gesicht, einen Kopf in die Kamera schauen. Fokussiert euch auf jeden Fall hier auf diese mittlere Ebene hier. Oh, nein, hier, doch, sorry, aber es ist die gleiche Familie. Oh, Bruder, da oben. Aber noch, es gibt auch ein anderes Video, da sieht man es hier. Was ist das überhaupt für ein Laden, Mann? Wie kann man sich da zurechtfinden? Jetzt, oder? Seht ihr das? In dem Moment, als sich Marsha umdreht, kann sie eine seltsame Schattengestalt erkennen. Sie wirkt ziemlich groß und scheint sich im oberen Bereich des Ladens aufzuhalten. Ja. Wenn man die ganzen anderen Vorkommnisse bedenkt, ist es verständlich, dass Marsha direkt das Weite sucht. Oh Mann, das schaut wie ein Alien aus! Das schaut wie ein Alien aus, oder? Hier, fette schwarze Augen. So ein mega fettes Gehirn. Was ist das für ein Strich in der Mitte, Bruder? Schwarze, fette Augen. So ein komischer Schlitzmund. Schaut wie ein Alien aus für mich. Un Alien. Das war auf Spanisch, oder? Das war korrekt, oder? Correcto. Gorlami. Arrivederci. Oh Mann. Gib dir diesen Schatten, Mann. Gib dir... Was haltet ihr persönlich von der Joshua Lux-Serie? Denkt ihr, dass hier etwas Dämonisches vor sich geht? Ich weiß nicht, Mann, aber es ist creepy. Sehr verspuckt. Da fehlt das C. Jetzt wollen wir uns ein Update von Nutzerin Tammy G anschauen, die ebenfalls ihre paranormalen Erlebnisse in ihrem Zuhause teilt. Ihr erinnert euch vielleicht an die gruseligen Aufzeichnungen, welche wir uns vor einigen Monaten angeschaut hatten. Wow, man! Wow! Das Wesen, welches laut Tammy in ihrem Haus lebt, scheint sie und ihren Partner des Öfteren, während sie schlafen, zu beobachten. Zu beobachten? Dies ist eines ihrer neuesten Videos. Seht ihr das Ding auf dem Boden? Was ist am Boden? Schauen wir jetzt hier hin oder wohin? Wieso? Censored? Ist sie nackt? Da ist was? Was ist das? Was soll das sein? Was soll das sein, Mann? Oder? Ah nein, wir schauen dahin. Da bewegt sich ganz klar und deutlich etwas. In einer darauf folgenden Nacht wurde folgender Schatten im Erdgeschoss ihres Hauses aufgenommen. Es schien wohl dort umherzugehen. Wo? Oh, das erkennt man aber ganz... Das ist auf jeden Fall ein sehr interessanter Fall. Erkennt man ganz leicht nur. Muss man sich wirklich... Hier jetzt? Ja? Und wer kann schon genau sagen, was sich dort in ihrem Haus eingenistet hat? Ich habe vor ein oder zwei Tagen von einem meiner Follower, Abonnenten, Instagram-Follower ein Video bekommen von einer Doorcam, also von einer Türkamera. Und da wird was ganz Komisches aufgenommen. Ich schaue, dass ich das im nächsten Video einblende. Ich habe ihn jetzt einmal um Erlaubnis gebeten, das Video einzublenden, beziehungsweise für ein Video hier zu verwenden. Ich habe noch keine Rückinfo bekommen und einfach so möchte ich das jetzt... auch nicht posten. Ich hab das beim ersten Mal von Sandra Hoffmann gemacht. Sorry, Sandra Hoffmann, ich habe dein Video ohne dein Einverständnis am Anfang gepostet. Aber ich habe mir jetzt vorgenommen, zu fragen, bevor ich irgendein Video poste, welches sie mir schickt. So, und so Doorcams oder
Kameras in so einem Heim, ja, von irgendjemandem. Das ist recht interessant, was man da so alles findet. Und das ist jetzt nicht die erste Aufnahme, die ich so sehe. Also in die gruselige Richtung. Oh Mann, das Ding kriecht ja am Boden wie Quasimodo, Mann. Da fehlt ein C, verspuckte Garage. Jetzt schauen wir uns den Kanal Elvis and Khaleesi an. Die Besitzer haben zwei niedliche Hunde, von denen sie fast exklusiv Videos hochladen. Hundi. Ich kann sie echt empfehlen. Jedoch scheint das Haus, in dem die Familie wohnt, nicht nur positive Energien zu beherbergen. Okay. Die Garage, die hinter dem Haus angebaut ist, ist einer der gruseligsten Ecken. Die Besitzer haben eine bewegungsaktivierte Kamera dort installiert, die automatisch aufnimmt, sobald sie etwas Merkwürdiges entdeckt. Innerhalb der letzten Monate konnte diese wirklich einige seltsame Momente aufnehmen. Lasst uns mal reinschauen. Ja, lass mal reinschauen, Bruder. Jemand spricht, die Kamera glaubt, da ist jemand. Jemand spricht. Okay. Oh, Bruder, Wenn Punktsetzung fehlt. Jemand spricht, die Kamera glaubt, da ist jemand. Jemand spricht. Die Kamera glaubt, da ist jemand. So wäre es korrekt. Okay, nachdem der Besitzer eine Meldung bekam, dass die Kamera etwas in der Garage gehört hatte, überprüfte er das und schaute, ob er vielleicht das Radio angelassen hatte. Was nicht der Fall war. Und nach nur wenigen Momenten war da wieder Musik zu hören. Okay, das wollte ich euch fragen. Hört ihr diese Musik? Ist es das, was wir uns anhören müssen? Ja, oder? Da ist ein Pfeil. Oh, da ist ein Orb. Oh, da ist ein Orb, Mann. Dieser Orb wurde noch mehrere Male gesehen. Und es war kurz nach dieser Aufnahme, dass eine gruselige Stimme zu hören war. Das ist ganz klar kein Staubpartikel. Ganz klar kein Staubpartikel. Absolut nicht. Schon wieder. Fliegt einfach vorbei. Was? Was war das? Mann, ist das die Kamera mit Lautsprechern? Silenced? Hat die Silenced gesagt? Oh Mann. Gänsevorhaut. Manche glauben, dass es die Stimme einer alten Frau ist. Oh, das war doch nicht die Kamera mit Lautsprecherfunktion, Mann. Das war... Oh, Samanabubu. Was zur Hölle, Mann. Die dort vielleicht selbst mal gelebt hatte und die Ruhe verlangt, damit sie sich ihrer Musik widmen kann. Oder vielleicht wurde sie selbst ruhig gestellt. Alles natürlich nur Spekulation. Aber was auch immer dort in der Garage ist, scheint auch gerne mit dem Pooltisch zu spielen. Da. Ey, ist das nicht... Schaut das nicht so aus wie dieser eine Orb, den ich vor ein paar Tagen hier gefilmt habe? Das ist vor einer Woche. Der da einfach so bei mir hier in der Ecke vorbeifliegt. Schaut das nicht genauso aus? Vielleicht ein bisschen länger? Oh Mann, die Alte spielt Pool. Was? Was ist das für ein Ding? Ziemlich unnatürliches Bewegungsmuster. Manche sagen, es sind wahrscheinlich nur Spinnweben. Andere... Ja, Spinnweben, komm, bitte, Bruder, bitte. Halt tief. Ja, genau, das sind Spinnweben. Ja, genau. Wir glauben, es ist Und dann bewegt sich noch die Billardkugel von alleine. Spinnweben, ja, komm. Bruder. Ektoplasma. Man weiß es nicht, aber interessant ist es schon, wie der Flipper einfach so anspringt, als dieses Ding anfängt herumzuschweben, nicht wahr? Und dann noch der Pooltisch, diese seltsame Stimme. Meiner Meinung nach ist es schwer zu sagen, was hier genau vor sich geht. Hm,
Mann, das ist creepy. Silence. Wahrscheinlich handelt es sich hier um eine verspukte Garage. Verspuckte bitte. Verspuckte Garage. Silence. Entdeckungsgrusel. Sind wir auf einem Karussell jetzt? Wieso komme ich auf Karussell? Das nächste Video wurde von Michael gesendet und er erzählt, dass er es ebenfalls im paranormalen Bereich von Reddit gefunden hatte. Es wurde von einem unbekannten Nutzer geteilt, der schrieb, dass das Video von einem jungen Abenteurer gefilmt wurde, der auf einer Entdeckungstour war, in einem alten und verlassenen Schulgebäude in der Nähe seiner Heimat. Es war mitten am Tag und er war alleine unterwegs. Wieso sollte er es auch nicht sein? Wieso sollte es auch nicht sein? Schließlich nicht so gruselig, alleine während des Tages ein verlassenes Gebäude zu erkunden, nicht? Jedoch fiel dem Mann auf, dass anscheinend noch jemand anderes dort war zu der Zeit. Ziemlich merkwürdig. Lasst uns mal reinschauen. Oh Mann, es kommt jetzt ein Jumpscare wieder. Bruder, ich kann nicht hinschauen. Ich erwarte jede Minute etwas. Jede Sekunde erwarte ich irgendwas, was mich erschreckt. Oh Mann. Was? Warte. Ich habe mich so erschreckt. Ich habe auf der Tastatur, glaube ich, auf Zurückspulen gedrückt. Wir sind jetzt bei Minute 1, 2 Minute 5, also Minute 2 und 15 Sekunden. Oh Gott. Okay. Wo waren wir da jetzt? Wo ist diese bescheuerte alte Sau, die mich erschrocknet hat? Oh mein Gott, so, hier. Oh. Okay, jetzt bleib ich standhaft, Mann. Oh Gott, ich scheiß mich schon wieder an. Ist ziemlich schwer zu sagen, was die Person dort genau getrieben hat. Manche glauben, dass es der Geist eines Verstorbenen ist, der an einem Seil zu hängen scheint. Kann das sein? Macht auf jeden Fall den Anschein. Das würde eine normale Person in einem solchen Raum treiben. Der Mann schaute einige Male hin, bevor die andere Person einfach auf ihn zukommt. Es machte ihm natürlich große Angst. Eine andere Person? War es vielleicht ein Obdachloser? War das nicht ein Geist? Der Mann gab an, dass er anfangs sicher war, dass niemand sonst vor Ort war. Und jetzt die... Oh Mann, für mich... Aber dafür gibt es natürlich keinen Beweis. Was denkt ihr, was hier genau passiert ist? Bruder, das Ding kommt einfach aus dem Vielleicht Nichts. Vielleicht war es ein Geist, der an diesen Ort gebunden... Gibt dir das... Da erkennt man eventuell, dass es eine Frau ist, okay? Lange schwarze Haare, ein Kleidchen, ein weißes... Da würde ich sagen, okay, Bruder, wenn du sagst, es ist eine Frau, schaut legitim wie eine Frau aus, ja? Und nicht so wie bei dem einen Typen in seinem Abstellkammer... In seinem Abstellkammerl. neben dieser Puppe, wo alle sagen, das ist eine Frau. Na. Wer weiß. Wenn du das nicht weißt, macht es deine Hose nicht heiß. Sagt man doch so, oder? Oh Mann, das hat mich richtig erschrocknet. Ein Lehrerwagen. Das ist ein... Da fehlt ein Haar. ein Wagen für Lehrer. Wieso rede ich einfach so viel Blödsinn? Wieso? Ich weiß es auch nicht, aber ich glaube, euch gefällt's. Ich weiß, euch gefällt's. Und mir auch, zeitweise. Das nächste Video wurde von Nutzer Security98 hochgeladen, welcher schon einige paranormale Abenteuer auf seinem Kanal geteilt hat. Okay. Heute Nacht fuhr der Mann eine ruhige Straße entlang. Er war möglicherweise gerade dabei, einen anderen Fall zu untersuchen. Jedoch fiel ihm wohl ein Auto am Straßenrand auf, welches dort führerlos geparkt worden war. Führerlos! Er parkt direkt dahinter und glaubt, etwas im Wagen gesehen zu haben, kurz nachdem er aussteigt. Als er sich dann dem Fahrzeug nähert, kann er jedoch nichts weiter erkennen. Das nicht so niemand. Ihm war nicht klar, dass er Momente zuvor jedoch eine Seltsamkeit auf Kamera gebannt hatte.
Was hat der Typ gefilmtet? Was hat er gefilmtet? Was war das für ein... Wo hat er jemanden im Auto gesehen? Bruder, diese Sitzbänke sind verbunden. Diese Sitzbänke sind verbunden, Alter. Was für Sauereien ich auf... Was für Sauereien ich auf so einer Sitzbank gemacht hätte, als Fahrer mit einer weiblichen Person neben mir. Bruder. Ah, da wärst du richtig abgegangen. Aber ja, weiter jetzt. Genau, weiter. Eine körperlose Hand ist zu erkennen, die sich gegen die Fensterscheibe presst von innerhalb des Autos und dann löst sie sich in Luft auf. Kein Arm, Körper oder Gesicht sind jedoch sichtbar. Tatsächlich? Man kann sich relativ sicher sein, dass das Auto wirklich unbemannt war. Keine Spur von einer Person. Wie bereits erwähnt, ist dem Mann die Sichtung der Hand leider entgangen. Tatsächlich! Das alte Haus! Jetzt schauen wir uns eines von Dark Ghost Paranormals neuesten Abenteuern an. Es ging heute zu einem verlassenen Haus, welches ihm von einem seiner Zuschauer empfohlen wurde. Es steht schon seit einiger Zeit leer. Jedoch gibt der Zuschauer an, dass es über die Jahre einige komische Berichte gab über angeblich paranormale Vorkommnisse in dem Haus. Dark wollte sich davon natürlich selbst überzeugen und baute wie immer in aller Ruhe seine Geräte in den verschiedensten Räumen auf. Wohin? Nach den ersten relativ unspektakulären Stunden geschieht dann Folgendes. Wohin richten wir unseren Blick? Okay, nichts Tragisches. Ein Hängeschrank geht ein ständig auf. Der sich von ganz alleine zu öffnen und zu schließen beginnt. Ja. Okay, da muss mehr kommen. Das ist... Okay, jetzt hat's aufgehört. Erwarten wir jetzt wieder während so eine... Dark sich einen der anderen Räume anschaut, nimmt Kamera 2 dann etwas auf. Okay, das hier ist sein Schatten. Oh, Bruder. Bruder, was ist? Wieso wird das alles schwarz? Oh, Mann! Ein seltsamer Schatten erscheint. Folgt dieser möglicherweise Dark in den Raum? Was ist das überhaupt für ein Geräusch? Für ein Sound? Oh, Mann, es ist jetzt rechts von uns! Dark, komm zurück, Dark. Was für ein Klopfer war das? Von wem? Okay, das sind seine... Kamera Nummer 1 filmt ihn dann noch ein weiteres Mal, als Dark sich im oberen Stock befindet. Kamera Nummer 1 filmt ihn dann noch ein weiteres Mal, als Dark sich im oberen Stock befindet. Oh, gib dir, wie pechschwarz das Ding wird, Mann, wie groß! aber trotzdem, oh Mann, oh ihr Boot, die Mike, schalalala, bulubu. Alter, plötzlich, es springt in sein Gesicht. Vorne einmal, es kommt so direkt in sein Gesicht. Hey, ihr bist immer, oh Mann. Oh, heute läuft's gut, oder? Heute ist so richtig Erschreckung, Meckung. Dann was war das? Dann einmal etwas seine Kamera in seine Richtung. Und dann ist plötzlich die Batterie seiner Taschenlampe aufgebraucht. Oh, jetzt bist du am Arsch. Jetzt bist du am Arsch, Bruder. Jetzt bist du am Arsch. Alles ist stockdunkel. Und Dark versucht den Weg zurück nach unten zu suchen. Dabei hatte er nur eine seiner stationären Kameras, die ihm dabei half zu sehen, wo er hinging. Vergiss, Bruder. Du bist am Arsch. Ab hier kann alles nur schief gehen. Die Tür geht auf. Oi. Danach entschied sich Dark, da nach Hause zu gehen.
und er fragte seine Fans, ob sie ihn gerne nochmal zu diesem Haus reisen sehen würden. Ob inszeniert oder nicht, ist doch am Ende egal. Seine Besuche sind auf jeden Fall immer sehr unterhaltend. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Alles klar, wir sind am Ende angekommen. Gebt euch auf jeden Fall die nächsten Videos von mir. Ich blende sie wie immer hier und hier ein. Und viel Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es heißt, es wird gruselig, muselig. Peace.